Sind wir zu groß? Wie, was? Ob wir zu groß sind? Na, ich bin froh, dass ich so groß geworden bin. Was, siehst du was? Ich weiß gar nicht, ob das nicht zu groß ist. Vielleicht sehen die anderen nichts. So seht ihr uns? Hallo? Hallo? Doch, ah, wir hallo. Gucken. Wir gucken. Haben wir einen Einstiegsgang? Nee, ne? Nee, wir sind ja auch eine seriöse Nachrichtensendung. So hallo, Rock Heide, hallo Welt. Hey, hey, ausgetrickst. Wir sind es nämlich wieder, der... Matze? Was? Und Lutze. Und Lutze, genau. Mal, toll abgestimmt jetzt hier, schon das Intro. Ne? Ja. Macht mich hier durcheinander hier. Voll den Rechner, voll hier wieder mit einem Haufen Zeugs. Glaube ich, wir müssen hier gleich durch. SWP. Ja, ja. Das Wiener war, Steinstraße. Genau, da waren wir. Da war ein Open Hose Day. Ach nee, Open House Day. Open House Day mit U. Wenn man das U weglässt, ist es natürlich unanständig, aber mit U Open House Day. Am Donnerstag, wir waren da. Ein paar andere waren auch da. Haben uns mal kurz umgeschaut. Haben uns mal kurz umgeschaut. Seht ihr hier? Für euch ein kleines Video. Ja. Schönes Haus, ne? Schön, ist sowieso. Also wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre jünger wäre, ich glaube, ich würde da auch arbeiten gehen. Also ein einziges Problem habe ich schon immer noch, aber das habe ich schon immer gehabt, wenn ich in Häuser komme, wo nur der nackte Beton an die Wände anklebt. Das soll ja ganz toll sein, aber mich turnt das ab. Kannst du keine Bilder anhängen? Boah, da kannst du nicht mal die Farbe ändern, weil das muss so. Ja, das ist schick. Okay. Bleib dabei. Wir machen das hier bei dir auch mal. Nächstes Jahr machen wir hier eine Sichtbetonwand hinten rein. Kannst du vergessen. Kommt nicht in Frage. Weiter geht's. Feuerwehr. Ich habe gehört, dass ein BMW ein heißes Fahrzeug ist. BMW ist aber so ein heißes Fahrzeug. Ja. Sag ich dir, guck mal hier, wie heiß das war. Das musste nämlich dann abgekühlt werden. Genau, das war tatsächlich wieder am Sonntag gewesen. Ne? Aber hast du gesehen hier in dem einen Foto, die Rettungsgasse, ja? Konntest du durchgucken. Mhm. Ganz schnurgerade nach vorne, muss ich mal sagen. Also wenn das von hinten nach vorne so war, dann Respekt für die Rettungsgasse. Und vielen Dank, liebe Feuerwehr, Frauen und Männer, für die Aufopferung eurer Freizeit am Sonntag. Sonntag. Wo eigentlich Mittagsschlaf angesagt war, oder fast jedenfalls. Ja, die Westlichen waren wieder munter dann zum Glück. Jo. Die Sirene hat funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Ja, kommen wir doch mal zur Sirene, ja. Tatsächlich, das ging übrigens zweimal, die Sirene, ja, aber wir hatten ja auch mal sowas ähnliches wie einen Warntag. Sagt ihr das was, Matze? Guck doch mal hier, da ist er. Also so hätte es aussehen sollen, wie in dem Bild hier. Mhm. Und dann kam das hier wie im Film. Da war ziemlich still, muss ich sagen. Also mehr braucht man jetzt dazu nicht mehr sagen. Das war es, okay, hat sich erledigt, das Thema. Da. Also wenn jetzt wirklich mal was passiert, aber ich habe ja gelesen, die Meldungen haben sich irgendwo gestaut. Und dann finde ich ja, muss es vielleicht noch weitergehen, und zwar müsste das immer eine Warnung geben, wenn jemand Müll im Wald abkippt. Auch das wäre ganz wichtig. Vor allem sieht das erstens schlimm aus, zweitens muss es wieder irgendwer wegräumen, und ich vermute mal nicht, dass das jemand privat war, sondern das ist über eine Firma, weil die Menge ist etwas größer, das schaffst du nicht mehr so einfach mit dem Auto weg. Mhm. Die Firma wird sich dafür bezahlt haben lassen, das auch noch in den Wald zu kippen. Finde ich also richtig unmöglich. Auch. Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr. Man liest es ja aller Orten, dass sie irgendwie gleich mit den LKWs in die Wälder fahren und das Zeug abkippen, weil, ja, ich weiß nicht, aber wird die Entsorgung von so einem Zeug zu teuer oder was? Oder man spart natürlich so eine Menge Geld, wenn man das in den Wald kippt, jedenfalls zumindest für die, ne? Und die Kunden bezahlen es. Hoffentlich ist noch irgendwo eine Kennung drin.
Jo, okay, dafür das, da waren wir im Wald und da machen wir gleich weiter mit dem Wald und zwar Waldkleeblatt e.V., Matze, jetzt genau, bist du mal dran. Genau, waldkleeblatt.de und wir blenden auch unten nochmal die Adresse ein. Waldkleeblatt hat sich beworben bei der PSD-Bank. Mhm. Dort kann man jetzt auch im Internet klicken, ohne dass man dort Daten eingeben muss oder sich registrieren muss. Mhm. Kann man abstimmen für den Verein und die können dort Geld gewinnen für Baumpflanzaktionen zwischen Belitz und Borkheide sind die aktiv und wollen den Wald ein bisschen umbauen, nämlich mit Laubbäumen unterstützen. Also, wie gesagt, genau. Unten in der Beschreibung könnt ihr auf den Link klicken. Und dann könnt ihr mit abstimmen. Jeden und dann Tag, jeden klappt Tag, das. Und da geht es tatsächlich einmal. Nicht darum, um nur Kiefern zu pflanzen, sondern die möchten natürlich Laubbäume und dergleichen pflanzen, was für unsere Wälder höchstwahrscheinlich auch noch ein bisschen besser ist. Also solange wie das läuft jetzt noch ein paar Tage, jeden Tag einfach mal reinklicken und abstimmen. Sozusagen macht das auch gleich. Genau, ich habe das schon gemacht. So. Sag mal, Waldbad, wir waren im Waldbad gewesen, da war eine Grußbotschaft aus dem Nirvana, kam da aus dem irgendwo her. Ja, es wurde erfolgreich abgeschlossen, hör mal hier. Genossinnen und Genossen, mit Stolz können wir verkünden, dass trotz des vom imperialistischen Klassenfeindes gestreuten Virus die Waldbad-Saison erfolgreich mit der Planerfüllung von über 120% abgeschlossen werden konnte. Unser Dank gilt allen Verantwortlichen. Darauf ein dreifaches Hurra! 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 Okay. 120%, hast du ja. Aber die scheinen Spaß zu haben im Nirvana. Trotz Corona. So wie die alle gelacht haben da, ja. Ja. Na, wie gesagt, es war... ja, die Saison ist zu Ende. Jetzt, ja. Jetzt, wo es nochmal so richtig heute, es sind 28 Grad heute und wir haben leider das Bad zu, aber wir können jetzt auch nicht so spontan das Bad wieder aufmachen, denn wir haben im Plan keinen Rettungsschwimmer mehr. Genau. Hast du schon irgendwelche Zahlen im Kopf? Ich habe ganz viele Zahlen im Kopf. Auch die mit dem Waldbad zusammenhängen? Ja. Ja, wie viele Zäune hat der in das Waldbad? Einen großen Ringsum. Okay. Du wolltest jetzt irgendwas anderes wissen? Ja, ich wollte was anderes wissen. Der hatte ich schon bei Facebook geschrieben. Wir hatten so um die 10.000 Besucher dieses Jahr noch auf dieser halben Saison. Also in Summe, ja. Also Dankeschön an alle, die da waren, vereinsintern und extern. Ihr habt uns die Saison doch irgendwo noch gerettet. Alles andere werden wir dann auswerten, wie wir dann ins nächste Jahr starten werden oder was dieses Jahr noch passiert. Also das Thema ist ja immer noch Weihnachtsmarkt, aber wie gesagt, die erste Veranstaltung, Vorbereitungsveranstaltung im Oktober für den Weihnachtsmarkt, die lassen wir erstmal ausfallen, weil wir überhaupt noch kein, was fliegen hier, weil wir noch keinen Plan haben, was wir machen können, dürfen oder überhaupt in der Richtung versuchen können. Also wie gesagt, Thema Weihnachtsmarkt schieben wir erstmal noch weit zurück. Ja, aber wie gesagt, weil wir hatten ja nur die Botschaft aus dem Nirvana, aber wir haben ja noch was anderes. Wir haben ja ein richtiges Alleinstellungsmerkmal bei uns im Waldbad hier. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wer es schon mal mitbekommen hat, aber manchmal hat man das Glück, jetzt ist vorbei, der Singvogel ist verstummt, aber schaut euch's mal an. Come a little bit closer. What I have to say. Just like children sleeping. Ja, wer hat das schon, ne? Geil, ne? Der singende Rettungsschwimmer. Das eine Badegästin im Wasser und die kriegt auch direkt ein Live-Konzert. Ja. Eine Badegästin? Hm, nennt man so. Okay. Jo, so viel zum Waldbad. Jetzt machen wir weiter und jetzt kommen wir zum Sport, wobei Schwimmen ja eigentlich auch Sport sein soll. Und da müssen wir mal hier Asche aufs Haupt. Also bei mir auch, ja. Wir haben natürlich... Sport, Schwimmen ist auch Sport. Der Volker, der zieht da 80 Bahnen durch, ja. Der singt nicht oder schwimmt. Mit Gitarre und singt dabei? Nee, ohne. Ohne, okay. Jedenfalls müssen wir nochmal zurück zum Fußball. Wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, was mit den Herren war. Aber dabei haben wir komplett unterschlagen, dass natürlich auch die D2, die Sportgemeinschaft Brück-Borkheide, gewonnen hat. Und zwar zu Hause, und zwar gegen Kaput-Ferch. Und die haben 14-8 gewonnen, was unseren Herren ja abging. Die wollten noch nicht gewinnen, die warten noch ein bisschen. Und die bedanken sich natürlich auch bei der E1-Mannschaft, die noch ein wenig unterstützt hat. Und jetzt sind wir schon wieder bei der E1. Wir kriegen eigentlich die Übergänge richtig super hin, ja? Und zwar haben die am Wochenende, am Samstag,
gespielt. Und zwar gegen, muss ich mal gucken, die erste Kreisklasse gegen SG Samund und haben die dritte Runde in der Pokalrunde gewonnen mit 3-2. Ja, herzlichen Glückwunsch den Jungs. Habt ihr wirklich gut gemacht. Mal sehen, wo ihr noch hinwandert. Und vielleicht könnt ihr nun langsam dann doch mal die Herren unterstützen. Werdet ihr schneller, ein bisschen älter. So. Die waren nämlich in Schlalach auswärts unterwegs und haben wieder 2 Tore dagelassen. Das heißt, die haben 3 Punkte dagelassen. Wollten sie nicht mitnehmen, waren vielleicht zu schwer. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben sie gegen SV Traktor Schlalach verloren. Das ist das dritte verlorene Spiel in der Saison 2021. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele, vielleicht wird es ja noch. Genau, und du blendest mal hier unten gleich, haben wir nämlich gar nicht recherchiert. Blende hier unten bitte mal noch für die nächste Woche. Das können wir nochmal. Oder das nächste Spiel. Gegen wen und wo. Genau. Gegen wen und wo. Läuft jetzt gleich hier unten rein als Hinweis. Und jetzt fehlt nur noch eins, und zwar das Wetter. Matze hat gesagt, es ist, wie es bleibt und bleibt, wie es ist. Aber nur 3 Tage. Aber nur 3 Tage. Nur 3 Tage, denn, ja, wie gesagt, schönes Wetter heute, 28 Grad so um die Nachmittagszeit. Das bleibt jetzt auch noch Dienstag und Mittwoch so. Viel Sonnenschein am Tag, kaum Wolken. Und zum Donnerstag geht die Temperatur langsam auf die 20 Grad runter, pegelt sich bei den 20 Grad ein und wird auch nachts dann plötzlich auch wieder auf 5 Grad runtergehen teilweise, ab Donnerstag, Freitag. Ja, nun kann man schon mal die Heizung anmachen wieder nachts. Da liege ich im Bett, aber auf jeden Fall gibt es keinen Regen. Mit Niederschlag, wollte ich gerade sagen, haben wir es noch nicht hingekriegt. Nee. Also sagst du, ich soll ja mal keinen Regen machen. Ich soll Sonne machen? Da hast du bitte. Was mit Pilzen? Gab es gestern einen Birkenpilz im Waldbad gefunden. Okay. Jo, das war's wieder, aber Matze, wir sind durch. Wir schauen willst mal, was nächstes. Willst du ein Bild von diesem Birkenpilz haben? Hier hast du. Ich habe keinen Pilz. Doch, jetzt. Guck mal da. Da war's. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer, hier vor der Kamera. Herr Matze und? Lutze, tschüss. Tschüss. Du bringst das Pilzbild noch mit rein jetzt. Welches Bild denn? Na, das schicke ich dir jetzt.